Hallöle und herzlich willkommen zurück zum neuen Podcast, zur neuen Podcast-Folge vom Wolle und Wald Strick-Podcast hier in meinem Atelier. Ja, heute haben wir schon, ich muss nachschauen, Podcast Nummer 34. Und ich habe hier schon aufgebaut, ihr seht hier Garne, ihr seht hier verschiedene Farben, die es jetzt, während ich hier drehe und, wenn ihr das schon zu Gesicht bekommt, bereits im Shop verfügbar sind. Ich mache keinen Shop-Update. Ich habe heute gesagt, ich packe das einfach alles in den Shop und alles, was ja ausverkauft sein sollte, könnt ihr nachbestellen als Auftragsfärbung. Ja, mein Name ist Alexandra, ich bin 49 Jahre, ich bin Handfärberin. Und hier geht's oder soll es ums Stricken gehen, um vor allem Wolle, die Liebe zur Wolle. Ich liebe Wolle einfach. Ja? Also ich könnte sie die ganze Zeit anschauen. Ich möchte aus jeder Farbe etwas stricken. Ja, das ist manchmal echt anstrengend, aber es ist so herrlich und es ist für mich das schönste Hobby auf der Welt. Ja, wir machen mal was ganz anderes. Wir machen es jetzt mal wirklich ganz anders und nicht immer diese langweilige. Vielleicht findet sie auch nicht langweilig, aber ich langweile mich so langsam beim Aufnehmen von den Podcasts. Ich möchte aber nicht aufhören, Podcasts zu drehen, weil ich selber sie auch gerne gucke, aber immer diese gleiche Abfolge, was trage ich heute und so weiter. Deswegen machen wir heute alles ganz anders. Ich bin mal gespannt, wie es euch gefällt. Ja, ab sofort im Shop, während ihr das hier seht, sind drei neue Farben eingezogen. Die zeige ich euch gleich vorab. Und zwar fange ich einmal an mit Pink Peony. Also Pink Peony. Ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt. Wie Pony, nur Peony. Also rosa Pfingstrose auf Deutsch. Da ich aber die Färbung Pfingstrose schon mal im Shop hatte, ich habe jetzt aber, ihr werdet feststellen, einige Farben rausgelöscht aus den Auftragsfärbungen. Das bin ich nicht mehr. Natürlich gibt es trotzdem noch das Ur-Woolen Forest, typische Oak, Silberpappel, Birke. Das sind einfach die Farben, liebe ich einfach immer noch. Aber es gibt einfach manche Farben, die, ich habe mich verändert beim Färben. Genau, das werdet ihr sicher feststellen. Und da ja jetzt Frühling ist, auch wenn es draußen bitter kalt ist, weil gerade Wintereinbruch ist wieder, habe ich jetzt natürlich, also gibt es jetzt im Frühling die zarten Farben. Ihr könnt aber jederzeit Oak und so weiter per Auftragsfärbung nachbestellen. Ich färbe das natürlich auch im Frühling. Aber momentan sind einfach diese Farben gefragt. So, und dann fangen wir mal an mit Pink Peony. Das ist einmal das hier. Achso, genau. Und Pfingstrose wurde aus dem Sortiment genommen. Deswegen, und ich wollte aber niemanden verwirren, deswegen habe ich es auf Englisch jetzt getauft. Und das ist nämlich die neue Pfingstrose, die Pink Peony. Und ihr seht es hier einmal in Flauschgarn, in Suri Deluxe. Und Suri 800 sieht ja ähnlich aus. Es ist einfach ein kühles, frisches Pink. Das ganz wunder, also das sich die Nana gewünscht hat. Das ist übrigens Angel 400. Da seht ihr mal, ich habe da immer ein Colding vor Augen. Ich muss es jedes Mal wieder sagen und ich kann mich nur noch nicht entscheiden, in welcher Farbe ich ein Colding aus diesem Angel 400 haben möchte. Aber ich werde noch einstricken. Und ihr seht auch, wie unterschiedlich die Farben rauskommen. Je nach Qualität ist es Angel Lace. Ich habe auch noch die Sock oder Pure Merino. Und dann seht ihr mal, wie unterschiedlich die sind, je nach Superwash und Non-Superwash. Es ist ein schönes, kühles, frisches Pink. Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Das ist übrigens Merino Seide. Da sieht man auch den Glanz. Und jetzt zeige ich euch noch Angel Linen. Das ist auch ganz edel. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Weil das so ganz zart und so ganz, also durch die Grundfarbe vom Leinen, das ja so ein bisschen Naturfarben ist, macht es das auch ganz besonders. Ich war mal so frei, weil ich jetzt eigentlich euch heute ein bisschen anfixen möchte auf verschiedene Farbkombinationen, die man also einfach miteinander verstricken kann. Und wenn ich jetzt gerade, also die Nana hat sich das nämlich gewünscht, dieses kühle, frische Bonbon-Pink. Weil sie das in Kit Mohair, also in Kit Mohair verstricken möchte für unseren Cardigan 2024, der ja auf Instagram läuft und bei dem ja so viele schon mitmachen. Ich glaube, wir sind über 80 Frauen, soweit ich weiß, ausschließlich Frauen. Und ich bin total begeistert, wie rege das angenommen wird. Und sie möchte nämlich auch gern, also Nana möchte gern zwei Cardigans stricken.
und hat sich rausgesucht einmal die Candy und wollte dazu ein frisches, kühles Pink. Und die Alex hat dann gesagt, kein Problem, das färbe ich dir. Das habe ich nämlich schon länger überlegt, ob ich es machen soll. Dachte mir, wie viel Pink will ich noch? Aber ganz ehrlich, es gibt so viel Gelb, Pink. Töne, Blautöne, gibt es noch ganz viele Möglichkeiten, den Shop vollzupacken und verschiedene Nuancen. Das ist jetzt ein kühles Pink. Blush ist ja eher ganz zart, pudrig. Jetzt zeige ich euch mal, sie hat es mit Candy, also das habe ich ja vorhin schon gesagt, mit Candy zusammen verstrickt. Ich habe heute ein bisschen einen abenteuerlichen Aufbau hier mit meinem Stativ gemacht, damit ich mal vom Tisch aus filmen kann. Das ist übrigens Pink Blossom. Peachy Blossom. Peachy Blossom hat sich ein bisschen verändert. Da ist mir das erst aufgefallen, als ich es gefärbt hatte. Peachy Blossom war früher Blossom. War früher aprikosiger, sage ich jetzt mal, orangener. Und es ist mir jetzt erst aufgefallen, ich habe auch heute schon einen Strang rausgenommen von der alten Färbung. Da hat wohl Dharma das Farbpülverchen, das ich dafür benutze, wohl verändert. Ja, und da musste ich ein bisschen was ändern. Das wäre jetzt natürlich, das seht ihr da richtig schön rosa. Ihr könnt es aber auch mit allen möglichen, also ihr könnt dieses Garn wunderbar kombinieren mit verschiedenen Farben. Seid mutig, probiert euch einfach aus. Man muss nicht unbedingt rosa zu rosa kombinieren. Man kann das mit allen möglichen Farben kombinieren. Ich kann es nur, ich würde so gern von den verschiedenen Möglichkeiten mit einem Mohair-Garn oder mit einem Flauschgarn Maschenproben stricken. Ich habe jetzt heute extra geguckt. Ich bin der Meinung gewesen, dass es meinem Wolldealer Kit Mohair-Stränge in 20 Gramm Minis gibt, dass ich die vielleicht färben könnte und könnte dann wenigstens so ein bisschen ein paar Farbkombis zeigen. Das gibt es aber nicht, weil jedes Mal einen Strang aufzumachen und das ist nicht mal so das Problem. Das Problem sind die vielen, vielen verschiedenen Farbmöglichkeiten. Die sind unendlich. Ich habe es euch schon mal gezeigt mit dem Kit Mohair in Eis. Aber ich überlege mir was, ich möchte euch nämlich gern, ich muss mir irgendwas überlegen, wie ich das hinkriege, dass ich euch schöne Farbkombinationen zeigen kann, wenn sie, wie sie verstrickt aussehen. So, Nana verstrickt, wie gesagt, Candy mit Pink Peony. Und ich habe es einfach in den verschiedenen Farben, nein, in den verschiedenen Wollqualitäten gefärbt. Und ich bin total begeistert, ja. Ich find's so wunderschön. Ich habe übrigens mein Kunstlicht an, aber ich glaube, das passt von den Farben. Kommt hin. Ich mag das einfach gern, dieses Pink. Ja, dann kommt noch, wir hatten einen, also Nana und ich hatten einen Live auf Instagram. Die nicht auf Instagram sind, möchte ich mal kurz erklären. Man schaltet sich live hinzu und die Follower, also die mir folgen oder die es wissen, können dann auf meinen Account klicken oder kriegen eine Meldung, dass Wohlen-Vorwest jetzt live geht und dann lade ich die Nana mit ein und dann seht ihr uns beide auf dem Bildschirm, wie wir live miteinander sprechen und haben dann den Cardi-Knit-Along oder Cardi-Cal 2024 so ein bisschen vorgestellt. Das war so ein bisschen anstricken, nicht für uns, aber für euch oder für die, die oder mitmachen, weil also ich vor allem Agnetic-Cardigan anstricken, da brauche ich immer eine Anleitung, eine Videoanleitung dazu. Das ist nicht so einfach und wir wollen uns ja unterhalten und ein paar Sachen zeigen. Und die zugeguckt haben, da haben einige schon angestrickt. Genau, und da kam die Sprache auf Gelb. Warum? Also, ja, ich soll doch in Gelb färben. Und Candy zum Beispiel mit einem zarten Gelb, weil da ist auch so ein bisschen Gelb mit drin. Ich überlege gerade überhaupt nicht, doch, es ist ein Gelb mit drin. Weil die Farben vermischen sich. Das sind drei Grundfarben oder drei Farben und die vermischen sich und ergeben dann natürlich auch ein Grün, obwohl gar kein Grün drin ist. Da habe ich gerade nachdenken müssen. Es war ein Gelb. So, und dann hieß es, mach doch ein Gelb, ein schönes auch auf Flauschgarn und so. Und ich habe dann gesagt, okay, mach ich. Und habe dann, das ist das Gelb, das nennt sich übrigens Zitronenfalter, weil es ein schönes, zartes Gelb ist. Ich zeige es euch jetzt mal alleine. Und einmal hier auf der Angel 400, das sieht es auch ganz toll aus.
Ja, und ich finde, es sieht aus wie der Zitronenfalter. Und wir haben dann gestern noch überlegt, Sabine und ich, ob wir es Lemon Butterfly nennen, aber irgendwie brechen mir schon die Zunge dabei und dann Zitronenfalter ist Zitronenfalter, ja. Und wir haben ja hier schon ein englisches Wort. Ich mache das immer so, wie es besser klingt, also wie es besser auszusprechen ist oder wie es, ja, Pink Peony ist jetzt nicht so einfach gewesen, aber wie es einfach besser passt. Das ist übrigens Angel Lace. Dann habe ich noch Merino-Seide. Seht ihr den Glanz? Und natürlich zeige ich es euch noch auf Superwash, nämlich auf Sock oder Pure, nee, auf Sock. Und da ist es ein bisschen, ein kleines bisschen gelber, kräftiger, aber ein ganz zartes Pastell. Und die dritte Farbe, ihr werdet sehen, das sind alles Pastelltöne, alles zarte Farben, die wunderbar auch in Flausch, also ihr könntet auch, ja, also. Da würde es ganz tolle Effekte geben, wenn man zum Beispiel jetzt den gelben Zitronenfalter Flausch, sei es jetzt ein Kid Mohair, da habe ich aber nicht auf Woolen Forest Kid Mohair gefärbt, sondern ich habe ein neues, wir haben eine neue Garnfirma bei uns mit aufgenommen und da ist ein Gelb dabei, das ihr auch verwenden könnt, das ein bisschen zarter noch ist. Aber ihr könntet zum Beispiel jetzt in Cardigan stricken, also ich würde wirklich. Also ich mache es ja jetzt auch, ne? Es ist jetzt ideal, die ideale Zeit, um Cardigans zu tragen, auch im Sommer, wenn es abends kühl sein sollte, nicht 30 Grad hat abends. Und deswegen sind wir gerade, so bin ich so gerade ein bisschen gehetzt, dass ich unbedingt einen Cardigan nach dem anderen stricken möchte. Und für Cardigans mit Flausch ist es super. Und wie gesagt, wenn ihr ja kein Mohair vertragt, zeige ich euch gleich eine Firma, die ihr sicherlich vertragen werdet. Oder ihr nehmt einfach das Suri Deluxe oder Suri 800 und das gibt auch einen ganz tollen Effekt. Habe ich schon ähnlich gesehen mit anderen Farben, also zum Beispiel auch Oatmeal, die Farbe, das habe ich jetzt nur nicht da, sonst würde ich es euch zeigen. Oder Kaschmir. Wenn ihr das miteinander, also ihr könntet das Flausch miteinander verstricken oder ihr macht es so wie die liebe Nico von Habt es Fein. Hallo liebe Nico, ich weiß, dass du zuschaust. Die Neon Lemon mit Kaschmir als Streifenpulli verstrickt hat. Neon Lemon ist ein richtig knalliges Neongelb. Und das ist jetzt, wenn ihr es nicht so heftig mögt, ganz zart. Das könnt ihr natürlich dann auch hier so machen. Und wenn ihr dann noch einen Flausch dazu nehmt, jeweils, wird es ganz edel. Ich bin auch ganz verliebt in den Pulli von der lieben Nico. Da seid einfach mutig. Also da kann man so viel miteinander kombinieren. Das gibt immer ganz, also es gibt immer Effekte, an die, also wo man denkt, das passt doch gar nicht. Und man sich nachher wundert, wie schön das eigentlich rauskommt. Und ja, ich werd mir was überlegen, wie ich das hinkriege, dass ich, das geht es nicht nur um Zeit, da geht es auch darum, wie mache ich das mit dem Knäuel, was mache ich mit dem Restknäuel und so weiter. Muss ich mir was überlegen. Irgendwas fällt mir dann ein, damit wir ein bisschen mehr Maschenproben stricken und ein bisschen mehr Farben zeigen können. So, das war einmal Zitronenfalter. Sofort, ab sofort, jetzt sofort auf der Stelle im Shop. Und die letzte dritte Farbe, die jetzt in den Shop kommt, die gab es letztes Jahr schon so ähnlich, nur ein bisschen dunkler. Hat sie mir aber nicht so gut gefallen. Das war letzten Sommer und ich habe sie neu aufgelegt in Zart, nämlich Seaglass, also Seeglas. Das ist so ein fast wie ein Pistaziengrün, eigentlich ein Mintgrün. Wir haben ja auch die Farbe Mint, aber das ist blau. Das ist wirklich blau und nicht grün. Und das ist jetzt so die zarte grüne Alternative für alle, die gerne grün mögen und auch passend, ne, zu den drei. Wartet mal kurz, ich zeige euch mal geschwind. Diese drei, das ist halt einfach, ne? Das ist einfach Frühling. Und ja, Seeglas, das ja wohl im Meer auch vorkommt. Gestern hat mir jemand geschrieben auf Instagram, dass es wohl gerne vor Amrum oder auf Amrum oder dass man es da gerne findet, dass es wohl von den Schiffen kommt. Ich weiß es nicht, ich muss unbedingt googeln, weil es interessiert mich jetzt nämlich auch. Und das ist so dieses zarte Mintgrün, Pistaziengrün. Und daraus, Nana hat nämlich einen Cardigan gestrickt von Kutowakika. Also ich mache hier, vermische hier jetzt alles, ne? Wir machen jetzt hier neue Farben und natürlich auch, das kann ich draus stricken und vor allem auch Strickinspirationen. Ich bin nämlich total infiziert
mit Anschlageritis und mit Ideen, die ich habe. Und vielleicht macht euch das Freude, da so ein bisschen in Gedanken Dinge zu planen oder euch zu überlegen oder eben auch anstiften zu lassen. Und zwar ist es der Darling Cardigan von Kutowakika. Ich werde wieder wie immer alles hier unten in der Infobox verlinken bzw. niederschreiben, dass, wenn ihr es nicht richtig verstanden habt, ihr euch abschreiben könnt oder anschauen könnt auf Ravelry. Kutowakika ist wohl, ich glaube, es ist eine dänische Designerin, die hat auch einen YouTube-Podcast, einen ganz erfolgreichen. Wollte ich auch noch reinschauen. Und die Nana hat es in ihrem letzten Podcast vorgestellt, den Darling Cardigan, den hat sie nämlich testgestrickt und war dann auch in so einem zarten Mintton. Und ja, ich glaube nicht, dass mir das steht, aber vielleicht mache ich eine Kombination aus zwei Farben. Übrigens, das zeige ich euch jetzt, bleibt mal kurz dran. So, ich habe nämlich mich zwar vorbereitet, aber die Hälfte vor lauter "Ich will jetzt auch hier drehen" vergessen. Seashell habe ich wieder aufgelegt auf der Sock. Apfelblüte habe ich wieder aufgelegt und Parfait. Ich bin noch ein bisschen, unser Sockregal ist ziemlich leer. Das werde ich aber demnächst dann auch immer wieder auffüllen. Ich bin mit Auftragsfärbungen beschäftigt und natürlich mit der Messe immer noch. Wir sind aber in den letzten, ja, in den letzten Zügen vielleicht nicht, aber wir haben schon das meiste geschafft. Und deswegen, ja. Ich habe noch einiges zu tun. Ja, und Seashell habe ich jetzt wieder aufgelegt. Das ist ja die Muschel. Und das ist das gleiche Grün, wie ihr seht. Ja, das habe ich jetzt wieder aufgegriffen. Und also das könnt ihr auch wunderbar kombinieren miteinander. Das gibt natürlich auch einen ganz tollen Effekt. Daraus auch ein Cardigan. Und ich muss immer wieder sagen, Brioche, also Patent, gibt noch mal einen extra. Ich finde nochmal einen extra edlen Effekt bei solchen Garnen und auch diese Flauschgarne verändern das Grundgarn, wenn man sich nämlich das nicht vorstellen kann, wie wild es aussieht, wenn man das jetzt alleine verstricken würde, ja, für Socken und so. Und ich bin jetzt gerade ein ganz großer Fan davon, immer so Flauschgarne miteinander mit dem anderen Garn, mit einem Grundgarn zu kombinieren. Und dann diese tollen Effekte, wie so ein Weichzeichner ist das im Endeffekt, zu genießen. Ja, und da könnte ich alles Mögliche anstricken. Und da könntet ihr natürlich auch genauso, wäre auch zu probieren, wie das wohl rauskommt. Wo ist Kaschmir? Ich habe jetzt halt Kaschmir nicht, na, vor lauter Wolle. Ich habe Kaschmir jetzt nicht als Flausch da. Das könnt ihr auch testen. Dann geht es eher in die Braunrichtung. Da geht es dann eher in die Grünrichtung. Natürlich, das würde dann eher auch gelb werden. Das wäre interessant. Müsste man testen. Wäre wahrscheinlich, also ich würde jetzt sagen, nö. Aber wer weiß, vielleicht mit dem Mohair, aber nicht mit dem Flausch, weil das wäre dann sehr rosa. Das weiß ich, dass die Suri, auch die Suri 800, Suri Deluxe, also das schon stark beeinflussen, die Grundfarbe. Das ist beim Mohair nicht so extrem. Das zeige ich euch auch gleich in meinem Magnetik-Cardigan, den ich ja angefangen habe zu stricken für unseren Kardikal. Das könnt ihr immer euch merken, dass das ein bisschen stärker die Grundfarbe hier, das Grundgarn verändert. Das wäre zum Beispiel auch zu berücksichtigen, wenn ihr zum Beispiel ein Semi-Solid als Grundgarn nehmt, dann könnt ihr das nämlich genauso auch andersrum machen, dass ihr ein Flausch nehmt, das gesprenkelt ist. Also das geht alles, da muss man einfach nur mutig sein und ausprobieren. Genau. So, ich habe euch jetzt die drei gezeigt. Ich zeige euch noch kurz einmal, das ist nämlich auch für mich Colding, Angel 400, ganz edel. Puh. Das ist nicht meine Farbe. Das ist ein bisschen, aber wie gesagt, ich muss mal gucken. Mir gefällt die so gut. Ich zeige es euch noch geschwind einmal auf der Sock. Angel Lace natürlich für die, die nicht so stark Flausch möchten. Die wird auch die Grundfarbe nicht so stark verändern, wenn ihr die auf Angel Lace nehmt und wenn ihr nur ganz zarten Flausch wollt und nicht diesen starken Effekt. Und jetzt muss ich euch noch kurz die Leinen zeigen, weil ich die so toll finde. Die ist so edel und wunderschön in diesem Seaglass. Ja, Seaglass, Zitronenfalter und Pink Peony sind ab sofort im Shop.
Genau. So. Jetzt habe ich ja noch gesagt, dass wir eine neue Firma aufgenommen haben, zwar Industriegarn aufgenommen haben. Ich weiß nicht, ob ich das letztes Mal gezeigt habe. Nämlich unser Kremke-Glitzergarn, habe ich euch das gezeigt? Ich weiß es nicht mehr. Wir haben nämlich jetzt schon seit längerem die Kremke Stellaris, ein Metallic-Beilaufgarn im Shop in verschiedenen Farben. Wo ist das? Das ist irgendwie unser Bestseller. Das ist, glaube ich, jetzt rutscht es hier runter. Ich meine, das müsste es beige Gold sein. 183. Ich glaube, ich habe es schon mal gezeigt. Ja, also zu diesem Industriegarn, das wir jetzt hier aufgenommen haben, da bin ich sehr stolz drauf und mich freue mich unheimlich, weil ich da auch gern unbedingt oder eigentlich auch unbedingt noch das verstricken möchte. Das verändert ja eure Maschenprobe nicht. Haben wir noch ein anderes Industriegarn mit in den Shop aufgenommen, und zwar für alle, die Mohair, normales Mohair, Kit Mohair, auch mein Mohair zu kratzig finden, aber einen edlen Flausch haben möchten, habe ich jetzt, bin ich ganz stolz, dass ich es verkünden darf, wir sind jetzt Ito-Händler. Ja, wir sind mit aufgenommen worden in die Liste der Ito-Händler. Wie rum ist denn richtig? So rum. Und da habe ich natürlich einige Farben. Ich zeige jetzt mal die, die ich so einfach, ich habe einfach welche gegriffen. Das ist Prune zum Beispiel, finde ich sehr edel für den Herbst. Da muss ich noch ein Aubergine färben. Ich möchte da, also da kann ich mir einen Elton von Jorge Locatelli vorstellen. Das habe ich nämlich schon mal bei einer lieben Strickfreundin gesehen. Oder zumindest hat sie so etwas Ähnliches verstrickt. Und das sieht wunderschön aus. Wir haben auch die Farbe Coke, die ist jetzt aber momentan ausverkauft, die muss ich nachbestellen. Also ich und Sabine haben uns Farben ausgesucht, die wunderbar zu dem Farbsortiment passen, die wir haben. Ein Rot, grün, also ein Salbeigrün, verschiedene Blautöne, dann das zarte Gelb, das habe ich ja vorhin gesagt, das ist das Gelb, was ich meinte, und zwar ist es die Farbe Yellow. Die ist auch im Shop verfügbar. Und das ist das, wenn ihr, weil ich die Kit Mohair oder weil ich Zitronenfalter, seht, das ist natürlich viel knalliger, ja, weil ich Zitronenfalter nicht auf der Kit Mohair färbe, es sei denn, es will unbedingt jemand den Zitronenfalter auf Kit Mohair haben. Die Kit Mohair ist weiterhin als Auftragsfärbung für alle Farben möglich. Genau. Und ich färbe es aber dann wirklich nur auf der Vorbestellung oder für jemanden, der sagt, er möchte gerne das explizit auf der Kit Mohair haben. Heute rede ich doch, also ist auch nicht, ne? So, und das ist dann, wir haben dann versucht, jo, haben wir gesagt, wir bestellen dann halt auch gleich in Gelb für die, die das gerne möchten. Und das wollte ich nämlich zeigen. Wenn man es ganz zart möchte, dann ist das das perfekte Gelb. Und die Ito, ich schwöre auf diese Ito. Das ist für mich das weichste, für mich jetzt, das weichste Mohair-Seidengarn, das es auf dem Markt gibt. Es gibt ja noch die Lang Lace. Die hat noch ein bisschen, also ich muss mal kurz sagen, ne, die hat ein bisschen mehr Seidenanteil, soweit ich weiß. Also diese Ito Sensei oder Sensei hat 60% Mohair, 40% Seide, 20 Gramm Knäuel läuft 240 Meter auf 20 Gramm. Genau. Und ich habe die schon verstrickt im Tilda-Sweater und ich kann die auf nackter Haut tragen, da piekst gar nichts. Die ist butterweich. Übrigens hier ein Aprikot, das ist die Farbe Cream. Stimmt das? Ja, das ist die Farbe Cream. Das ist so ein richtiges Aprikot. Und da sticht gar nichts. Es ist allerdings meine Empfindung. Es kann jetzt sein, also Menschen sind ja unterschiedlich. Ich halte mich für sehr empfindlich. Aber es gibt natürlich sicherlich auch Menschen oder Strickerinnen, die noch empfindlicher sind. Aber ich wollte die unbedingt bei uns im Sortiment haben, weil ich ein ganz großer Fan von der Ito Sensei bin. Und ich muss da auch noch, da will ich ja natürlich auch was draus stricken, das ist ja klar. Ja, die sind ab sofort auch im Shop verfügbar. Ich werde noch ein paar Farben dazu kaufen. Wir haben jetzt erstmal so ein paar Farben, die zum Sortiment passen, gekauft. Aber es gibt so viele schöne Farben, da werde ich noch ein bisschen nachbestellen. Genau, so. Und jetzt ist es so, kommen wir jetzt nämlich zu den Strickinspirationen. Was nämlich nächsten Herbst überall
kommen wird. Es waren nämlich Kollegen auf der H&H in Köln. Ich war nicht, ich werde aber nächstes Jahr gehen. Wahrscheinlich mit Nana, wenn alles gut geht, und mit Sabine vielleicht auch. Mal gucken. Und auch da, also Nana hat es mir schon vorher gesagt, weil sie nämlich die Designer, die Modedesigner verfolgt, und hat mir dann schon gesagt, dass Glitzer, Stellaris und so, dass das jetzt alles in der Strickmode und auch in der Modewelt immer mehr kommen wird, so Metallic-Farben, auch Gold und Silber, aber auch Glitzer, Pailletten werden wieder kommen. Und wie gesagt, der Glitzer. Und dann war Thorsten, Do It and Knit, der hier auch einen Podcast hat, der war auch auf der H&H und hat gefilmt, und da hat man auch schon sehen können, dass Glitzer kommt und dann auch eine bestimmte Farbe, die sehr viel bei den Industriegarnen und so gesehen wurde. So, und dann spreche ich von der Farbe, wo haben wir es? Und das muss ich euch zeigen. Von den Farben, von diesen Farben hier, von einem schönen hellen Blau-Grau oder Graublau und dem und einem Beige. Und das ist nämlich die Farbe Kaschmir und das ist die Farbe Darf. Und die beide zusammen verstrickt, und zwar nicht Flausch mit dem Garn verstrickt, das kann man auch machen, sondern wirklich, ich habe jetzt nur Suri Cloud gerade da in Darf, ich werde es noch nachfärben, sondern die beiden miteinander kombiniert, sei es ein Oberteil in Kaschmir und ein Schal in Darf oder andersrum oder auch Streifenpulli oder eben miteinander verstrickt. All das, diese zwei Farbtöne, hat man ganz viel gesehen auf den Schaufensterpuppen, die sie da stehen hatten. Ich glaube, Lana Grossa, Langjans und so. Und, oder eine Mütze und dann einen Schal in der anderen Farbe oder so. Also die zwei Farben. Oder eine Hose in dem Kaschmir und dann einen Pulli in dem Darf oder andersrum. Also ich soll eigentlich keine Hose stricken, ne? Kann man auch, aber ich meinte jetzt so, ne? Stoffhose oder so. Und das fangen wir jetzt nicht an, auch noch eine Hose zu stricken. Nee. Ich weiß, es gibt Leute, die machen das, aber das, nee, das mache ich nicht. Die gar keine Geduld dazu. So. Und da habe ich gedacht, ja, da bin ich so begeistert von. Und ich habe dann für mich entschieden, dass ich ein Design von Anne Wenzel stricken werde. Ich hoffe, ich schaffe das bis zur Messe, aber ich glaube es nicht. Aber vielleicht kann ich es schon mal anstricken. Das Design gibt es noch nicht. Die Anne Wenzel hat gerade dieses Design in Teststrick. Und ich glaube, das wird im Mai erscheinen. Also das wird sehr knapp, für mich zumindest. Und ich zeige euch jetzt, welches Design. Ich meine, das ist nämlich der Bella Blocking Sweater. Ich habe hier nämlich mein Tablet stehen und zeige euch jetzt mal ein Foto. Und zwar ist das dieses Design. Das ist der Bella Blocking Sweater. Und ihr seht hier, der ist einmal oben in einer Farbe, einmal unten. Ich finde die Farbkombi auch wunderschön. Das ist Raven und Karamell, würde ich behaupten. Also, sie hat nicht unsere Wolle verwendet. Ne? Sie nimmt, das ist eine dänische Strickdesignerin, die verwendet ja immer trockene dänische Garne, sage ich jetzt mal. Und ja, ich möchte das gerne aus diesen Farben stricken, nämlich oben, weil mir das hier macht mich echt blass. Das ist auch nicht arg, also auch nicht eine Farbe, die mir unbedingt sehr gut steht, aber wenn ich hier oben das hier mit der, also ich würde das wahrscheinlich, ich weiß nicht, was sie für welche Garnstärken sie nimmt, aber es sieht mir stark nach einem Fingering-Garn und einem Mohair aus. Und dann würde ich tatsächlich Sock und Kit-Mohair benutzen oder Suri Deluxe oder Suri 800. Die laufen ja ungefähr ähnlich. Und ich hoffe, dass das hinkommt. Ne? Wie gesagt, die Anleitung gibt es noch nicht. Und dann würde ich es nämlich so verstricken wollen. Hier oben das Darf und unten das Kaschmir. Ich bin ganz begeistert. Also es ist ja auch kein richtiges, jetzt habe ich irgendwas angeklickt. Es ist ja auch kein richtiges, also es ist Colorwork, aber nur dort, wo die zwei Farben ineinander verlaufen, und der Rest ist ja kein Colorwork. Und perfekt für mich. Perfekt. So. Der Bella Blocking von Anne Wenzel. Auch das werde ich unten verlinken, kann ich es nicht, aber ich werde es unten reinschreiben in der Infobox. Und ich denke im Mai, ich meine Mai hat sie geschrieben, kommt der Sweater raus. Der ist dreiviertelarm, ich werde den Langarm stricken. Und ja, in diesen Farben.
Heute mal ein bisschen anders. Ich hoffe trotzdem, dass es euch gefällt. Wenn nicht, dann mache ich es halt wieder so wie vorher. Mir war das irgendwie, mir ging das echt auf die Nerven irgendwie. Immer das Gleiche und jeder macht so und ja. Deswegen heute mal zum Probieren. Ich muss mal gucken, wie es mir damit geht. Vielleicht gefällt es mir so ja auch nicht. Dann mache ich es wieder wie in der herkömmlichen Art. Ich zeige euch aber natürlich auch, was ich gestrickt habe. Das kommt natürlich auch noch. Ich glaube, das zeige ich euch zuerst. Ja, praktisch ein Finished Object. So, jetzt zeige ich euch aber auch noch. Jetzt habe ich Ravelry wieder zugemacht. Da komme ich aber später dazu. So, und zwar, vielleicht müsst mich loben, ne? Mein Sonja-Shirt ist fertig. Ja, es ist fertig. Ich glaube, ich ziehe es gleich mal an. Ich mache dann aber einen Cut und blende, also und werde das nachher einfach wieder anschließend schneiden. Ja, das ist mein Sonja-Shirt von Paula Strickt. Ich mache mal mein Tablet zu, das stört. Von Paula Strickt. Ich gehe mal ein Stück zurück. In der Farbe Zartbitter, wie ihr sehen könnt. In der Qualität Angel 400. Ich werde es wie gesagt gleich anziehen. Ich zeige euch mal kurz die Details. Das Sonja-Shirt ist ja eigentlich so oder zeichnet sich aus durch diese Nähte, Fake-Nähte. Es sind Fake-Nähte eigentlich. Die werdet ihr bei mir nur hier oben an der Schulter finden. Das liegt an der Konstruktion. Die ist sehr interessant. Die ist wirklich auch, hält einen bei Laune, würde ich mal sagen. Bevor es dann hier unten, wenn man im glatt rechten Teil in Runden strickt, dann anstrengend wird. Also es wird dann schon langweilig. Da muss man sich vielleicht ein bisschen behelfen, indem man auch andere Projekte strickt. Oder man liebt es, in glatt rechts zu stricken. Mir ging es irgendwann auf den Geist. Hier unten wäre eigentlich auch eine Fake-Naht und auch hier am Halsausschnitt. Und wie ihr seht, ist es ja ein Kurzarmpulli, der, also die Ärmel sind gleich dran gestrickt. Man muss am Schluss eigentlich nur noch die Ärmelbündchen stricken. Da dachte ich, ja herrlich, das ist ja gleich gestrickt. Aber es war doch ganz schön aufregend, weil ich nämlich alles, auch wie es in der Anleitung steht und weil ich selber auch gern möchte, italienisch abgekettet habe. Das ist einfach die schönste Art abzuketten. Ich finde, da gibt es keine andere Variante, wo es schöner aussieht. Aber das war sehr anstrengend und auch sehr zeitintensiv. Das muss ich wirklich sagen. Vor allem hier unten. Das ist nämlich die Größe XXL, die ich gestrickt habe. Und wie gesagt, den Angel 400. Das ist ja ein Alpaka-Seiden-Kaschmirgarn. Und herrlich vom Fall, also schön fließend und kühl. Aber einen leichten Flausch natürlich auch. Ich bin froh, dass ich nicht die XL gestrickt habe. Ich hätte normalerweise hier oben von meinem Brustumfang die Größe XL und habe schon aus Intuition die Größe XXL gestrickt, weil ich schon dachte, Paula strickt oder Paula oder beziehungsweise Susanne Müller heißt sie ja eigentlich, die Designerin, die hinter Paula strickt, steht. Die ist sehr schmal geschnitten oder sehr schmal, nicht sehr schmal geschnitten, sie ist sehr schmal vom Körperbau her. Und ich habe schon mal das Basic-Shirt von ihr gestrickt und das war auch gerade so, dass es gepasst hat, obwohl es oversized hätte sitzen müssen, obwohl der Brustumfang und alles gepasst hat, die Maschenprobe gepasst hat. Und habe das schon fast so ein bisschen vermutet. Und dann kommt dazu, dass ich keine Maschenprobe gemacht habe. Und so gedacht habe, ja, Sabine hat ja eine gemacht und das kommt hin. Ja, ich bin froh, dass ich es so gemacht habe, denn so passt das Oberteil wunderbar, dürfte nicht kleiner sein. Ich habe auch meinen Brustumfang letztens gemessen. Ich bin dicker geworden. Das stimmt, ja, aber der Brustumfang passt trotzdem. Also das hat alles gepasst und ich habe das ausgemessen und trotzdem sitzt es nicht wie bei ihr auf dem Bild, aber sie ist wirklich, sieht sehr, sehr schmal aus. Und jetzt würde ich es anziehen und euch zeigen. So, da bin ich wieder. Ich bin mal kurz aufgestanden. Ich habe heute eine schwarze Hose an. Ich hatte im Instagram-Video eine weiße, so eine wollweiße Hose an den Jeans. Also im Sommer zur weißen Hose, weißer Rock oder so, weiße Shorts. Super die Farbe Zartbitter. Ich zeige es euch mal kurz und ich würde es mal raus. Ich shoppe das immer so vorne rein. Also ihr seht, es dürfte nicht enger sein. Bei ihr ist es oversizeiger. Ja,
Und so sieht es dann, setze ich mich hin, dann sieht es vielleicht ein bisschen näher. Auch hier am Hals dürfte nicht enger sein. Ich habe schon auch kräftige Oberarme. Es ist ein bisschen gewachsen in der Breite. Ich habe es aber auseinandergezogen, bevor ich es getrocknet habe. Also es sitzt perfekt. Bei ihr, sie hat, glaube ich, also ich habe breite Schultern. Das habe ich auch schon ganz oft gesagt. Das können viele wahrscheinlich nicht mehr hören, aber das muss man einfach sehen. Ich habe einen breiten Körperbau. Bitte, ich habe vergessen, dass ich mich wieder anstöpseln muss. Ich habe leider nur so ein Mikro mit Kabel. Ich habe zwar eins, das man aufladen müsste, das mit Bluetooth funktioniert, aber das ist halt nie aufgeladen. Hm. Ja, ich habe mich kurz angestöpselt, damit ihr einen besseren Ton habt. Ja, ich denke, Susanne Müller sieht sehr schmal aus vom Körperbau. Wenn ihr mich jetzt vielleicht in Kassel live seht, dann werdet ihr sehen, dass ich schon breit bin. Also nicht, ich schwätze nicht von dick, das bin ich auch, sondern von breiten Körperbau habe. Wie soll man das anders sagen? Zu mir hat mal ein Arzt gesagt, athletischer Körperbau. Und habe ich gedacht, er meint, ich sei fett. Damals war ich noch schlanker. Dann meinte er, nee, das meine ich nicht. Ich meine einfach breites Kreuz, Und große Füße, große Hände, einfach breit. Großer Kopf, großes Gesicht. Ja, und das ist die Susanne Müller nicht. Sie scheint sehr zierlich, schmal gebaut zu sein. Aber ich finde es trotzdem wunderschön. Ich will gar nicht schimpfen. Ich finde es echt richtig toll und angenehm. Ich gucke mal, ob ich es anlasse, weil eigentlich ist es gar nicht so kalt. Ne? Muss man mal schauen. Also ich habe ja immer Hitze. Und ja, ich finde es so angenehm. Das Angel 400 ist, ja, ich bin ein großer Fan. Ich liebe es und deswegen muss ich auch ein Colding oder ein Schal oder wahrscheinlich ein Colding haben aus diesem Garn. Ja, das ist einmal das Sonja-Shirt von Paula M. oder Paula Strick, Susanne Müller. Eine kostenpflichtige Anleitung auf Ravelry, aber auch bei ihr, ich glaube, oder auf Etsy ist sie, glaube ich, auch. Mit 3,5er Nadel gestrickt. Die Konstruktion war nicht von oben, also von oben nach unten gestrickt auch. Aber man beginnt nicht mit dem Halsbündchen, das wird am Schluss angestrickt, sondern man beginnt mit dem Rückenteil. Eine Seite, andere Seite, dann wird es vorne zusammengestrickt und dann irgendwann zur Runde geschlossen. Genau, weil die Ärmel werden hier gleich mitgestrickt. Da ist auch so eine Fake-Naht, das habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Da ist eine Fake-Naht, seht ihr das? Hier auch. Genau. Und wird dann praktisch dann in Runden gestrickt, das wollte ich sagen. Genau, 3,5er Nadel, so steht es auch in der Anleitung. Gebraucht habe ich für die größte Größe, das ist die Größe XXL, habe ich gebraucht 3 Stränge Angel 400 beziehungsweise 2 und ein Dreiviertel. Kann man das sagen? Ich habe es nicht gewogen, das mache ich eh nie. 2 Dreiviertel. Und das ist übrig geblieben von dem Angel 400. Das läuft ja 400 Meter auf 100 Gramm. Also Garnsparer eigentlich. Also für das, dass man dann ein schönes Oberteil hat. Und ich finde es auch, also ich finde es echt schick. Wartet mal, ich kann vielleicht mit dem Kabel trotzdem aufstehen. Ich finde es, ich habe jetzt so eine Stoffhose, wie gesagt, an. Echt schick. Und wenn man dann vielleicht auch eine schwarze Short hat oder so, die man anziehen möchte, könnte, wenn es wärmer ist. Oder so die 7/8 Jeans, 3/4 Jeans, keine Ahnung. Oder so eine, ja, Crop Jeans, so heißt es jetzt auf Neudeutsch. Sieht es richtig edel aus und wie gesagt, so auch zu einer naturfarbenen Leinenhose. Ich habe dann auch noch so braune Schuhe. Die habe ich mir auch gekauft. Die sind auch gerade sehr im Trend. Ihr seht die Firma. Das sind nämlich die Spezialhandball. Und das dann mit der weißen Hose dazu. Sieht richtig super aus. Also da immer für den Sommer. Ich mag das eh im Sommer, wenn man braune Oberteile anhat oder auch ja, so Naturtöne anhat und dann eine weiße Hose dazu. Ich trage viel helle Farben im Sommer. Ist es wunderbar. Genau, jetzt könnte es wieder geknackt haben, weil ich nämlich ans Kabel gekommen bin. Also für die, die sich beschweren, schaltet am besten gleich ab, wenn es so arg stört. Ich kann ja auch nichts machen. Ne? Also kann man nicht rausschneiden oder so. Ja,
Genau, alles, was ich zu dem Sonja-Shirt, wie viel ich gebraucht habe und so, auch die Nadelstärke werde ich hier unten in der Infobox mit reinschreiben. Ich werde es auch verlinken, die kann ich nämlich verlinken. Und ja, ich mag es sehr gerne. So, und jetzt habe ich euch ein bisschen näher rangeholt und ein bisschen nach oben gemacht. Also, damit ihr, gut, der Kopf ist jetzt nicht so wichtig, damit ihr ein bisschen was seht. Ja, so, ich habe mich wieder umgezogen. Es ist doch frisch an den Armen. Wir können 3 Grad, nein, so viel nicht, 9 Grad, 8 Grad. Es ist sehr kalt draußen. Ja, das war mein Finished Object sozusagen oder mein fertiges Objekt. Ich weiß, andere schaffen da 4 Sachen in 2 Wochen. Ich glaube, die Nico, die strickt gefühlt 20 Sachen in 2 Wochen. Ich weiß nicht, ich schaffe das einfach nicht, aber ja, ist auch kein Wettbewerb. Ne? So, ich wollte euch noch zeigen, woran ich gerade stricke. Das war nämlich das, musste gerade nachdenken. Und ich zeige euch kurz einmal, ich muss mich mal kurz rüberbeugen, ich mache es mal so, meinen Cardigan, meinen Agnetic-Cardigan, an dem ich jetzt gestricke zum Cardical 2024, den wir, also ich und Nana und ich, veranstalten auf Instagram. Da wird es auch eine kleine Verlosung geben, haben wir schon gesagt. Und wir genießen einfach das Miteinander. Das ist so schön. Ich lese immer jeden Abend. Jetzt muss ich aber aufpassen, dass mir die Nadel nicht rausrutscht. Ich habe nämlich keine Maschenstopper dran. Habe ich vergessen. Ich lese jeden Abend in der Gruppe und das ist so nett. Man hilft sich gegenseitig, wenn es Schwierigkeiten gibt. Ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich gar nicht so viel mitschreibe und nur abends kurz drüber lesen kann. Die Nana ist aber oft auch da drin und unterwegs und so. Und ich komme halt einfach auch spät heim und irgendwie am Tag unter dem Tag, ja, komme ich auch nicht so dazu. Ich mache dann mal vielleicht Mittagspause, manchmal mache ich auch keine, bin ich ganz ehrlich, muss ich auch noch ein bisschen an mir arbeiten. Ja, ich stricke ja für den Cardical 2024, stricke ich den Agnetic Cardigan von Petit Knit, weil, ich habe es schon gesagt, nicht weil ich mit dem Mainstream, nee, nicht weil es alle machen, sondern weil mir die Passform am besten passt. Das habe ich, glaube ich, schon mal im Podcast gesagt, dass die, ich weiß nicht, woran das liegt, obwohl die Petit Knit oder halt die, mein Gott, wie heißt sie denn eigentlich, Mette, da steht's. Obwohl die Mette, ich zeige den Agnetic Cardigan, obwohl die ja selber auch echt, echt, echt schmal ist. Aber irgendwie ist die Passform toll von den Strickstücken, die sie entwirft. Das sitzt bei mir einfach gut. Und ich habe ja letztes Jahr schon eine Tirade abgehalten hier und erzählt und gemacht und habe ja schon mal eingestrickt. Ich habe dann aber nie zu Ende gestrickt und zwar aus der Ecopuno. Ist ein Sportweight-Garn, hat hinten und vorne nicht gepasst, ist viel zu groß geworden, selber schuld. Das liegt jetzt irgendwo in der Ecke. So, jetzt zeige ich euch das mal, das Foto. So sieht er aus. Ist der ganz typische Cardigan, der gerade total, also der Schnitt ist total im Trend, gerade kurz. Also gerade trägt man kurze Cardigans oder wie ich jetzt heute einen ganz langen. Oder auch knielang, aber man sieht die gerade ganz viel. Ideal für den Frühling, finde ich. Daheim trage ich gern längeren, wo ich mich so einkuscheln kann. Und der ist so ideal als Jackenersatz, finde ich, ja. Der ist hier in einem schönen Poppyrot gestrickt. Und zwar wird der aus einem Fingering-Garn gestrickt und einem Mohair. Und ich habe tatsächlich dieses Mal, das habe ich noch nie gemacht, ich habe noch nie ein Oberteil aus meiner Sock gestrickt und aus dem Kit Mohair. Das stricke ich jetzt zum ersten Mal und ist auch ein guter, ja, wie soll ich sagen, es war auch gut, dass ich es so gemacht habe, weil der Agnetic Cardigan wird nämlich mit einer Nadelstärke 3,0 gestrickt. Und ich dachte, um Gottes Willen, aus so einer kleinen Nadelstärke, ja, das ist auch, also es ist Brioche, es ist Patent, Vollpatent und hat tatsächlich seinen Sinn, dachte ich mir so, denn Patent neigt dazu, auszuleiern. Und ich glaube, das muss man gut fest verstricken, damit es auch seine Form behält. So. Und ich stricke, das habe ich, glaube ich, schon mal, habe ich das schon mal gezeigt? Ich weiß es nicht mehr, wartet mal, da ist ein Fussel dran. Ich stricke das aus der Farbe Sunset, die ja auch relativ neu im Shop ist. Die ist auch noch da auf Sock, die habe ich nachgelegt. Das ist die Farbe Sunset.
Also wie ein Sonnenuntergang oder Aufgang. Wenn der Himmel so richtig im Sommer so richtig schön verfärbt ist, finde ich das einfach wunderschön. Das ist so ein Aprikot und so ein lila Fliederblau. Und ich stricke das und halte es doppelt mit der Kit Mohair in der Farbe Aprikot, auch einer der neuen Farben vom letzten Mal. Und zusammen ergibt es, muss ich euch zeigen, ein wunderschönes etwas, nämlich das hier. Und jetzt seht ihr auch den Effekt vom Mohair. Der Effekt von Mohair ist schon auch da. Also wenn ihr jetzt die Sunset alleine anschaut, seht ihr, dass das natürlich bläulicher ist. Und wenn ihr jetzt die liebe Anke von Ankes Wollwerk, Wollwelt, nein, Wollwerk, ich weiß, na, Anke Hecht, also Anke, vom Strickpodcast Ankes Wollwerk heißt es, glaube ich. Ich kann mir echt Namen nicht merken. Ist eine ganz liebe Followerin von mir, auch Kundin. Und die hat sich entschieden für, ich glaube, oh Gott, Anke, nicht, dass ich was Falsches sage. Ich glaube, du bist diejenige, die Sunset genommen hat und Flieder. Und dann ist dieses Strickstück schon auch so zart meliert, aber eher nicht so peachig oder aprikosig oder rosa. Es kommt nämlich schon fast rosa raus, sondern mehr lila. Und das ist ein wunderschöner Effekt und auch mit Kit Mohair, soweit er ja, Kit Mohair, dass sie verstrickt. Also ich bin, ja, ich bin total begeistert und ich weiß auch, dass das zur weißen Hose, ich trage wirklich immer gerne wirklich auch so silbergraue, also so eine graue Jeans, hellgraue Jeans im Sommer. Weiß trage ich gerne und dann obenrum ein weißes T-Shirt mit einem Aufdruck oder so oder eben ein T-Shirt in rosa, ich habe auch ein T-Shirt in hellblau. Und dann auch beige übrigens. Wartet mal kurz. Wo habe ich jetzt Kaschmir hingetan? Ups. Eieiei. Auch beige, wenn ich dann ein. Lass mich mal gucken. Naja. Weiße Hose, beiges Oberteil und das drüber. Oder andersrum. Beige Hose, weißes Oberteil und das. Das würde auch gut passen. So. Ja, soweit bin ich bisher. Ich habe später angefangen, weil ich hatte keine 3,0er Nadel und ich double habe ja beschlossen, ich stricke die Größe XL und dann mit 3,5, weil die Maschenprobe so hingekommen ist. Und dann habe ich so gestrickt und habe dann gesehen, man schlägt hier oben, also die Konstruktion ist schon aufwendiger, aber gut machbar, weil ich bin ja echt ein Strickidiot, ich muss es so sagen. Ich bin ja, also ich stricke es, wie es da steht. Ich kann mir da. Ich habe das nicht, das logische Denken, und ich kann nichts selber kreieren, das geht nicht. Und das ist aber gut machbar. Man fängt nämlich hier mit dem Doppelstrickbündchen an, das ist Doppelstrick, und manche sagen, das ist brutal schwer. Ich finde es total easy, komischerweise. Und das fängt man an und dann steht drin, schlage mit 3,0er Nadel an und dann irgendwie steht es, also die Anleitung ist, also ich muss sagen, ich habe beides, Deutsch und Englisch, weil auf Englisch hätte ich kein Wort verstanden, was sie von mir will. Ja, null. Und ich zeige euch jetzt mal nur kurz, so sieht es aus. Und da steht ein Satz, was man alles machen muss. Und ich dachte, um Gottes Willen, was will sie von mir? Und es gibt aber Videos dazu von Kimi irgendwas. Wenn ihr eingebt Agnete Cardigan, dann kommt das, das ist, glaube ich, entweder das ist eine Teststrickerin von Petite Knit oder ich weiß es nicht, aber sie macht für sie die Videos. Und in der Anleitung sind die auch verlinkt. Und da kommt dann auf Dänisch alles. Und da habe ich das erste Mal Dänisch gehört und habe gedacht, was ist das für eine Sprache? Hätte ich jetzt so nicht gedacht. Interessant. Oder halt lustig irgendwie. Und ich habe mich dann aufgeregt, wir haben letztes Jahr schon, dass man nichts versteht, aber man kann es super, wenn man sieht, super ableiten. Man sieht es, also man versteht es, was sie will. Wenn man dann noch die deutsche Anleitung dazu hat, ist es gar kein Problem. Kann sein, dass man vielleicht einen Fehler macht und wieder aufmachen muss, passiert mir auch, aber es ist gut machbar. Und da stand was von 3,0er Nadel und ich fange dann an, denke, ja, das Bündchen strickt mir ja mit der kleineren Nadel. Mit 2,75, ich muss die 3,0 nehmen, weil ich ja mit der 3,5 stricke. Habe ich gedacht, beziehungsweise in der Anleitung habe ich gedacht, steht, nein, in der Anleitung steht 2,5er Nadel und 3,0. Und ich dachte, ich muss ja dann 3,0 und 3,5 nehmen. Ich hatte aber keine 3,0er Nadel.
nehme ja immer die Jargus, weil das Seil einfach hervorragend ist und weil die schön spitz sind und auch sich hier der Übergang gut ist und auch nicht, sich nichts verdreht und so. Und dann habe ich festgestellt, ich habe das nicht. Und man braucht aber hierfür, für den Anfang, man sieht es auch hier, eine Maschenkordel, später auch eine zweite Maschenkordel. Gibt es bei uns übrigens auch im Shop wieder. Und sie spricht von Rundstricknadel, wenn man da mit dem Seil hin und her, man muss so ganz komisches Seil rausziehen, es sieht alles kompliziert aus, geht aber gut, wenn man, sieht, wenn man das Video immer anhält und von neuem strickt. Und ich dachte erst, das kriege ich mit dem Nadelspiel hin, das geht aber nicht. Ja, man braucht drei Nadeln am Anfang. Also ich ganz schnell irgendwo in einem anderen Shop, bei irgendeinem kleinen Shop, Nadeln bestellt von Chagu. Ich werde die ja irgendwann mit ins Sortiment aufnehmen, nur momentan ist mir das zu viel. Also nicht finanziell, sondern vom Kopf her, weil wir ja eben gerade so viel Neues aufgenommen haben. Aber Stricknadeln werden auch kommen. Und habe mir dann einfach welche bestellt. Die kamen dann am Mittwoch an und am Sonntag hat der Karl gestartet. Und dann habe ich auch losgelegt. Und ich bin natürlich noch nicht so arg weit, ja, weil ich abends manchmal zu müde bin, aber es macht großen Spaß. Ich finde, Patent ist sehr, sehr meditativ zu stricken. Das muss man mögen, das mag nicht jede oder jeder. Ja, und dann strickt man erstmal hier dann, und dann nimmt man hier erstmal, das ist das Rückenteil, erstmal zu und dann kommt irgendwann, glaube ich, Vorderteil und Schulter, meine ich. Und das ist sehr, wenn man so Teilstücke hat, das ist sehr unterhaltsam zu stricken. Es wird nicht langweilig. Das wird es natürlich erst nachher, wenn nur noch, also am Körperteil, wenn dann wieder hier unten immer das Gleiche gestrickt wird, also da Patent oder bei anderen glatt rechts, wird es natürlich ein bisschen langweilig. Aber da muss man sich halt behelfen, indem man vielleicht mal zwischendurch was anderes strickt, Socken oder so. Ja, mir gefällt es sehr gut. Ich stricke, wie gesagt, ach so, ja, das habe ich noch erzählen. Ich habe dann, ich habe mich dann gewundert, dass hier gar nicht kommt, stricke jetzt mit 3,5. Ja, natürlich nicht. Weil sie ja eine kleinere Nadelstärke nimmt. Also sie nimmt ja die 3,0 und später die 2,5. Und ich habe gedacht, ja, das Bündchen fängt man mit 3,0 an. Also Chaos. So funktioniert mein Gehirn. Ich bin verpeilt, dass alles zu spät ist. Fragt nicht. Es ist ganz schlimm. Und es wird immer schlimmer. Und dann habe ich das erst festgestellt am Mittwochabend. Und habe dann strick so und denke mir so, das stimmt doch was nicht. Und dann sage ich zu Nana, ich Vollidiot, habe die ganze Zeit mit 3,0 gestrickt, aber hätte ich mit 3,5 stricken müssen. Und dann hat sie schon gelacht. Und dann hat sie auch überlegt, was soll man machen. Und dann habe ich nachgeguckt in der Anleitung, also bis jetzt hierhin, also ungefähr bis hierhin, ist es für alle Größen gleich. Und jetzt sind die Zunahmen hier und die Wiederholungen nach Größen unterteilt. Und ich habe jetzt einfach, also ich habe es gemerkt, bevor es mit der XL zu Ende war und habe dann gesagt, okay, weißt du was, ich stricke einfach die XXL, zumal meine Brustweite mit 113 cm und mit dem Positive Ease, das sie vorgibt, eher zu XXL gehört und nicht zu XL. Das wäre so dazwischen gewesen, das wäre nicht schön, womöglich zu klein. Und deswegen stricke ich jetzt die XXL mit der originalen Nadelstärke. Und wenn man sich jetzt das anschaut, finde ich das auch nicht zu eng. Also ich finde, das ist so, muss es sein, weil das leiert noch. Also das wird noch weiter und ich finde das wunderschön. Ich liebe es und ich bin begeistert, wie toll und wie leicht und fein das mit der Sock wird. Ich kann jetzt verstehen, warum immer so viele von euch und von den Kunden die Sock kaufen für Oberteil. Ich habe erst gedacht, warum? Da ist doch Nylon drin, hä? Ich verstricke doch lieber die Pure Merino. Die läuft aber 400 Meter und die Sock läuft 425 Meter. Die ist dünner. Für Socken finde ich die zu dünn. Also mich nervt es, ich mag das nicht mit so dünnen kleinen Nadeln stricken. Ihm ist das zu fummelig. Das liegt aber an mir. Ja, und für Oberteile ist es natürlich mit dem Mohair oder auch Suri Cloud, Suri Deluxe und Suri 800 ist es halt ideal, vor allem für so feine Sachen und es ist schön leicht und ja, nicht so dick. Ich bin ganz begeistert. Ich habe gesagt, jetzt verstehe ich es, warum das Sockregal immer leer ist und nicht nur für Socken, weil oft mehrere größere Mengen verkauft werden. Ja,
Ich bin begeistert. Es gefällt mir sehr, sehr gut und ich freue mich drauf, wenn ich es tragen kann. Ja, die Nana hat gesagt auf Instagram und auch schon im Live, ich lege es mal kurz weg, hat sie gesagt, dass wenn ich das bis Kassel schaffe, also bis 7., 6. und 7. Juli, wo wir also auf der Messe in Kassel sind, also wir haben da einen Stand, dass sie dann eine Flasche Champagner mitbringt. Ja, ich bin jetzt gespannt, wenn ich es schaffe. Also ich fühle mich jetzt schon unter Druck gesetzt und wir schauen mal. Aber jetzt ist mir natürlich der Bella-Blocking, der kommt mir auch dazwischen, würde ich so gern in Kassel zeigen, weil wirklich das die Trends für den Herbst sind, die Farben. Jetzt schauen wir mal. Lassen wir uns überraschen, ob wir betrunken am Sonntag, da kommt nämlich die liebe Nana, die kommt am Sonntag, ich denke so ab. Was hat sie gesagt? Sie wird, glaube ich, von 12 bis 16 Uhr bei mir am Messestand sein. Da wird es ein Meet and Greet geben. Ich finde es so lustig. Da sagt sie immer, sag das doch jetzt endlich mal in deinem Podcast, dass ich da kommen werde und dann werde ich da rumlaufen und filmen und sie wird ihr Filmteam mitbringen. Wirklich. Also sie kommt mit zwei Personen, mit ihrem Sohn und mit ihrer Schwester, soweit ich weiß. Und ich muss noch nachfragen, das habe ich jetzt auch vergessen, bei der Veranstalterin, ob sie auch schon vor der Öffnung rein darf. Sie möchte nämlich einmal gern für ihren Podcast die ganzen Messestände zeigen. Das macht ja der Thorsten Do It and Knit auch immer. Und sie wird dann aber bei uns beim Stand irgendwann sein, ich denke ab 12 ungefähr. Das werden wir aber noch bekannt geben. Und dann könnt ihr auch natürlich auch Fragen stellen und sie wird mir ein bisschen helfen, weil mir und Sabine, mein Mann macht ja eh die Kasse. Ja, der wird eh überfordert sein. Aber dass wir halt nochmal jemand haben und beratend zur Seite stehen, sie ist ja so, also sie kennt sich mit Design ja ganz gut aus. So, wenn ihr sie unbedingt kennenlernen wollt, da wird sie dann, das ist übrigens ihr erstes Wollfest, sie war noch nie auf einem. Wird sie da auch da sein? Und dann kann es sein, dass wir da Champagner trinken. Mal gucken, ne? Ja, das war der Agnete-Cardigan von Petite Knit, gestrickt mit Nadelstärke 3,0 und 2,5. Da habe ich auch keine Tschago. Sollte mir vielleicht auch nur eine kaufen. Kommt mir gerade so. Knöpfe habe ich noch keine. Die muss immer, man braucht vier Knöpfe, die muss ich noch kaufen. Da muss ich mal schauen. Ich warte ab, bis ich soweit bin. Ich stricke die Größe XXL, ist eine kostenpflichtige Anleitung auf Ravelry oder auch bei Petite Knit in ihrem Webshop. Was wollte ich noch dazu? Was müssen wir noch wissen dazu? Ach, wie viel Menge ich benutze. So wie es aussieht, wie ich ausgerechnet habe, aber ohne Gewehr scheinen vier Stränge Sock mit 425 Meter Lauflänge zu reichen, so wie ich es ausgerechnet habe. Und vier Stränge Kid Mohair. Für die Größe eigentlich XL. Jetzt ist eine gute Frage. Ich habe natürlich immer mit XL gerechnet. Ich muss mal daheim gucken, in Ruhe. Aber ich glaube, das ist sogar die gleiche Garnmenge. Es wartet mal kurz. XSS, ML, XL, XXL. Ja, zwischen, ja. Wartet mal, was ist das denn für ein. Oh, das ist nämlich ein anderes Garn. Das ist also sie strickt es aus der Twini von Isager Garn und die läuft 510 Meter. Muss ich ausrechnen, kann ich jetzt nicht geschwind. Also ich habe jetzt mal vier Stränge eingeplant, ansonsten brauche ich vielleicht noch einen fünften Strang. Ich muss es ausrechnen. Ist ja Vollpatent. Sorry. Das kommt mir gerade so. Wie gut, dass wir miteinander gesprochen haben. So, dann. Habe ich vorhin schon erzählt, dass die Alexandra von Sinchens oder Sinchens Knitwear auf Instagram und Sinchens, die hat einen Garnshop oder ein Wollegeschäft irgendwo in Bayern, glaube ich, dass die auf der H&H war. Ich bin ihr bis dahin gar nicht gefolgt. Obwohl mir der Name was sagte, ich folge Chris Berlin und habe dann in ihrer Story gesehen, dass sie auf der H&H einen Paillettenschal anhatte von Zinchens. Und ich habe gesagt, wer ist diese Frau und was ist das für ein Schal? Und ich brauche diesen Schal. Und habe dann angefangen, ihr zu folgen und habe dann die Hälfte nicht mitbekommen, wollte wissen, aus was hat sie es gestrickt. Ich habe gesehen, aus einem Paillettengarn, habe dann gegoogelt und
habe gesehen, dass die ganzen Industriegarne mit Palettengarn, weil ich und Nana uns schon länger drüber unterhalten haben, beziehungsweise Nana hat mir das erzählt, dass ja die Paletten kommen. Und ich dachte, oh, Paletten, ich liebe Paletten, ich liebe alles, was funkelt. Was gibt es denn da für Garn? Und so sind wir auch auf die Stellaris gekommen, auf die Kremke Soul Wool Stellaris. Und habe dann geguckt, ob Kremke bzw. mein Großhändler ein Paillettengarn hat. Dann habe ich gesehen, Langjahrens hat es. Und habe gedacht, okay, ich beschäftige mich noch damit, weil ein Paillettengarn, das würde mir auch gefallen. So. Die haben aber alles so ganz kleine Pailletten. Und die Alex von Sienchens hatte einen Paillettenschal an, in Vollpatent vermutlich gestrickt, aus großen Pailletten und kleinen Pailletten, also es war gemischt. Und ich bin dann auf die Suche gegangen, es hat mich nicht mehr losgelassen und ich habe gegoogelt und habe dann das Paillettengarn bei Wollehalle gefunden. Das ist der liebe Halle-Chan, der diesen Online-Shop führt mit verschiedenen Garnen, vor allem auf so Konen. Und dort habe ich eine Kone bestellt. Ich habe dann auch die Farbe nicht gewusst, die sie verwendet hat. Ich habe aber darauf getippt, dass es die Farbe ist, habe die mir bestellt und habe aber keinen Händlerbereich gefunden. Dann hat aber die Alex von Sienchens mit dem Halle-Chan von Wollehalle gesprochen. Die haben dann einen Händlerbereich eingerichtet. Jetzt kann man eine Pre-Order absetzen, eine Vorbestellung, die ich ab sofort jetzt im Shop freigeschaltet habe. Ihr könnt praktisch das Paillettengarn, das ich euch gleich zeige, vorbestellen in zwei Farben. Ich werde aber vielleicht noch Farben nachbestellen, je nachdem, wie nachgefragt wird, für diesen Paillettenschal. Ich bekomme dann die Anleitung. Das Garn ist erst in 8 Wochen lieferbar. Ich bekomme dann die Anleitung von Sienchens oder von der Wollehalle. Und ich darf die, soweit ich weiß, an euch weitergeben. Die ist kostenlos. Ich wollte es aber natürlich schon anstricken und habe es ohne Anleitung für mich abgeleitet und habe es angestrickt. So, alle, die Alex, Alex von Sienchens auf der H&H gesehen haben, waren begeistert. Viele Kollegen, Händlerkollegen, Wollegeschäfte vor Ort, also Local Yarn Shops auf Englisch oder auch Onlinehandel. Ich weiß nur, ob Handfärber auch mitmachen. Wollen diesen Schal stricken und sind begeistert davon. Und das ist der absolute Trend für den Herbst. Ich zeige euch jetzt, ich habe nämlich gestern habe ich angestrickt. Und ich zeige euch jetzt, weil die Nana hat mir in den Hintern getreten. Die hat gesagt, jetzt warte doch nicht auf die Anleitung und strick's an, damit du was zeigen kannst. Und ich zeige es euch jetzt. Und ich bin, wundert euch nicht um meine Reaktion, ich bin, wenn was Glitzer anbelangt, total hysterisch. Ich zeige euch jetzt die Kone, die es bei dem Halle-Chan in der Wollehalle gibt. Oh Gott, schaut mal. Es ist so schön. Oh, es tut mir so leid. Ich bin da total, ich könnte es knutschen, könnte ich das. Oh, das ist so echt peinlich. Es ist so schön. Und die Alex von Sienchens, die hat echt einen tollen Style. Also ist eine junge Frau, aber Mode kennt kein Alter. Ganz ehrlich, schaut euch mal die leider vor kurzem verstorbene Iris Apfel an. Iris Apfel. Die hat sich mit über, ich glaube, die wurde die 100? Ich glaube, die wurde 102 oder so. Die war eine absolute Stilikone. Die hat im hohen Alter sich geschminkt, muss man nicht unbedingt, ne? Wie man sich wohlfühlt. Ich trage schon auch manchmal gern rote Lippen. Es steht mir auch gut, das weiß ich, aber es ist oft unpraktisch. Aber die hat den coolen Style, die hatte coole Brillen an. Die hat sich die Nägel lackiert oder Nägel lackieren lassen. Deswegen, Mode kennt kein Alter, tragt, was ihr wollt, sage ich immer. Und die Sienchens oder die Alex hat, finde ich, einen coolen Style. Die hat diesen Schal in dieser Farbe angehabt mit einem kaschmirfarbenen oder mit dem hier Garn verstrickt. Und das sieht so toll aus. Ist halt ein Statement-Piece, wie man so schön sagt. Also wirklich was, wo ein bisschen auffällt. Der Rest ist dann schlicht gehalten. Auch vielleicht von mir aus weiße Hose, braunes Oberteil oder so. Oder eine Jeans. Und schaut mal, das ist ein Baumwollgarn. 200 Gramm Kone läuft, ich glaube, 560 Meter auf die 200 Gramm. Nagelt mich nicht fest, steht im Shop. Und jetzt zeige ich euch, ich habe nur angestrickt. Ne? Oh, wartet mal kurz.
Jetzt ist irgendwie mein Internet. Ich musste gerade irgendwas, kam jetzt eine Meldung, habe ich mich selber nicht mehr gesehen. Das ist schlecht. So, ich habe das einfach abgeleitet. Die Alex von Zienchens hat es mit, glaube ich, Lana Grossa mit einem Mohair verstrickt. Und zwar doppelfädig, 6 Knäuel von irgendeinem Lana Grossa Mohair. Und ich habe gesagt, alles klar, ich stricke das aus Suri Deluxe, doppelfädig in der Farbe Kaschmir mit dem hier. Und sie hat es in Vollpatent meiner Meinung nach verstrickt und bei mir schaut das so aus. Vielleicht werden jetzt einige sagen, wie kitschig, kann auch sein. Ich weiß es nicht, aber ihr schaut mal bei Zienchens Knitwear auf den Instagram-Account und dann seht ihr, da sieht man das, wie sie es trägt. Ich habe da jetzt, soll ich euch ein Foto zeigen? Ich habe einen Screenshot gemacht. Ist ein bisschen verschwommen, aber man sieht es. Das ist tatsächlich ein ganz einfacher Schal, der einfach nur in einem Vollpatent einfach nur gerade hochgestrickt wird. Ich glaube, 1,80 Meter lang oder so. Ich werde ihn vielleicht verlängern, muss man mal schauen. Und sie hat 6 Knäuel von dem Lana Grossa Mohair benutzt und eine Kone. Und wir haben ausgerechnet, Nana und ich, Nana hat es ausgerechnet, dass man 3 Stränge Suri Deluxe oder Suri 800 benötigt. Man kann auch ein Kitmohair nehmen, man könnte auch ein Itogard nehmen. Ja, und einfach nur patent gestrickt. Oh Gott. So, kratzen die Pailletten? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt gar nicht. Nichts. Man spürt vielleicht ein bisschen die Kühle von den Pailletten mal kurz. Dann habe ich gesehen, dass bei der Alex, bei Sienchens, gefragt wurde, ob sie das in den Haaren verhängt. Also ich habe ja keine langen Haare, aber sie schon. Auch nicht. Was halt ist beim Stricken, man merkt natürlich die Pailletten beim Stricken, das ist manchmal ein bisschen fummelig, dass man aufpassen muss, wenn man durchzieht, dass man vielleicht ein bisschen hängen bleibt. Es läuft nicht so flüssig. Es ist es aber absolut wert. Ja. Ja, ich werde mal gucken. Ich werde so lange stricken, bis mein Garn reicht. Definitiv. Die Anleitung ist noch nicht draußen. Die bekommt ihr bei mir dann, wenn ihr Wolle bestellt. Also wenn ihr das Garn bestellt, bekommt ihr automatisch eine Anleitung mit dazu. Beziehungsweise, wir haben sie ja noch nicht. Vielleicht kann ich sie auch per Download, also per kostenlosen Download im Shop einpflegen. Das muss ich noch abklären. Und die Wolle gibt es als Pre-Order, also die hier als Pre-Order im Shop, und zwar ab sofort in rosa, komplett rosa, und in diesem hier in rose Anemone. Das ist dieses Kaschmirgarn, also so ein Naturton mit diesen bunten Pailletten, und das andere ist rosa mit rosa Pailletten. Es gibt aber auch noch andere Farben, ja. Und da muss ich noch gucken, welche ich bestelle. Mal gucken, wie begeistert ihr seid. Ich bin absolut geflasht. Chris Berlin war total, man hat es gesehen, die war, ich brauche das auch. Die anderen Händler auch, ich glaube Maschenfein und wie sie alle heißen, die machen alle diesen Schal und das ist so toll. Ich zeige euch jetzt ein Foto von der lieben Alex von Sienchens, wie es aussieht, getragen. Ist, wie gesagt, nur ein Screenshot. Kann ich euch nicht zeigen. Ich habe es höchstens, es hat es hochgeladen an meinem Tablet. Wartet mal geschwind. Also viel sieht man nicht. Das ist die Alex von, ist wirklich nur ein Screenshot, wie man sieht. Schaut mal, da sieht man das. Das sieht echt toll aus. Richtig toll. Ich habe leider kein Foto, wie sie es im Ganzen trägt. Aber wird alles sicherlich kommen. Und vor allem, ich werde mich sputen, dass ich das stricke und fertig kriege. Ja, die Alex hat schon gesagt, mit welcher Nadelstärke gestrickt wird, wie groß der Schal ist. Und ich habe einfach drauf losgestrickt. Das ist einfach Pi mal Auge. Ich glaube, das sind jetzt so 30 oder 40 Zentimeter Breite ungefähr. 5,5er Nadeln, die hätte ich tatsächlich auch benutzt. Und doppelfädig bzw. dreifädig gestrickt, wie ihr hier seht. Ja? Genau. Mein Paillettenschal, den ich einfach irgendwie frei Schnauze stricke. Ja, ich mache ich auch. Mal gucken, was draus wird. Ich bin total begeistert. Ich bin verliebt. Wie gesagt, ihr könnt es vorbestellen. Es ist in 8 Wochen lieferbar. Und ich bin so gespannt, ob ein paar von euch auch den Paillettenschal stricken wollen. Ich kriege ein bisschen kalte Füße, merke ich gerade. Jetzt wird es ein bisschen kühl hier unten rum. So, ich bin angezogen. Aber man merkt es an den Beinen, dass es ein bisschen kühl wird. Ja.
Ich wollte euch noch einen Cardigan zeigen, den die Anne Wenzel ebenfalls schon rausgebracht hat. Ich muss mal kurz in meine Notizen schauen, ob ich alles erzählt habe. Kleinen Moment, den Bella Blocking habe ich gesagt, genau. So, ich bin fast durch, ne? Und zwar die Anne Wenzel, also wir sind gerade, also ich habe eine Bestellung gemacht über einen Garn, dass wir so im Shop und ich glaube auch andere Handfärber noch nicht haben. Ich will noch nicht verraten, was es für ein Garn ist, aber ich habe mich noch ein bisschen anstecken lassen von dem Cardigan von der lieben Anne Wenzel, die ist ja an Krebs erkrankt, an Brustkrebs erkrankt. Ich sehe gerade ein Bild von meiner Katze hier, aber sie noch klein war. Oh Gott. Also, ich wollte euch doch zeigen, einmal auf Ravelry, da muss ich jetzt nochmal reingehen. Und zwar der Cardigan, ich weiß nicht, wie er heißt. Ich habe den in meinen Favoriten von Anne Wenzel in Natur, da ist er schon, Villa Wrap. Villa Wrap heißt der, ich mache mal auf groß. Naja, gut, so. Und schaut mal, und es ist ja so, ne, die Nana möchte ja zum Cardical 2024 zwei Cardigans stricken. Dann sind noch ein paar andere Damen, die mehrere Cardigans stricken möchten in der Zeit. Der Cardical geht ja bis 30. Juni, also Juno. Und ich bilde mir, also ich möchte auch nochmal einstricken. Und habe dann, also ich liebe Äugle mit dem Villa Wrap. Jetzt ist aber die Wolle wieder so eine typische trockene, wahrscheinlich kratzige Wolle. Ich weiß es nicht, diese dänischen Wollen oder Wolle. Ah, Sandnes und so und Peer Gynt und das alles, also DK-Wolle. Ich bin auf der Suche nach einer DK-Wolle, die leicht ist, fluffig ist, aber DK ist. Und bei der Superwash-Wolle, die Merino DK, ist bei vielen dänischen Designs fällt nicht so gut, wenn das so schwer fällt. Und da bin ich gerade auf der Suche und bin gerade am Testen und jetzt schauen wir mal, was wir da finden. Ich bin da guter Dinge und ich würde den jetzt nicht in Natur stricken, vielleicht in einer anderen Farbe. Das ist so ein Perlmuster, der Villa Wrap. Und das ist ab sofort bei ihr. Also die hat ihn ganz frisch rausgebracht vor ein paar Tagen. Und das ist echt ein schöner Cardigan. Mir gefallen ihre Sachen wirklich gut. Ja, auch der Cardigan Cocoon, den ja die Nana für mich weiter stricken sollte. Aber ich glaube, Nana verflucht das ganz arg, dass sie mir das angeboten hat. Weil das Muster ist halt schon, es ist wunderschön, aber es ist halt anstrengend zu stricken, das muss ich schon sagen. Ja, das ist eine kostenpflichtige Anleitung der Villa Wrap, werde ich auch verlinken hier unten in der Infobox. Und sie strickt es aus einem Gepard-Garn, das sagt euch bestimmt was. Das ist ein Kitmohair und ein, es ist, glaube ich, Gepard-Garn, wo Wulia ist, glaube ich, ein Organic Merino. Ja, genau, Organic, 100% Organic Merino Wool und läuft 162 Meter auf 50 Gramm. Genau, und hier in der Farbe Natur wahrscheinlich, so wie es aussieht. Ich schaue mal kurz, ich zeige euch mal kurz, nur Moment, was ist jetzt los? Was ist jetzt? Jetzt. Ich zeige euch mal kurz ein Foto von dem, wie es auf dem Bügel hängt. Schaut mal. Ich finde es echt schön. Ja. Also Anne Wenzel macht echt tolle Designs auch. Ihr seht da hinten das Bella Blocking Design oder die Maschenproben, die sie gestrickt hat. Ich habe immer nur ein Problem mit ihr, dass sie halt oft 3, 4, 5, 80 fädig strickt. Das muss ich jetzt gerade übertreiben. Und dann oft halt gerade, also meines Erachtens, kratzige Wolle nimmt. Und ich glaube, wir sind einfach Weicheier hier unten im Süden und nicht so abgehärtet wie im Norden oben. Ich weiß es nicht. Wir brauchen das, diese Wärme wahrscheinlich auch nicht. Ne? Wir haben ja immer, ich weiß es nicht, woran es liegt. Ich sage ja immer, die Isländer werden, glaube ich, schon als Baby mit Schmirgelpapier abgerieben oder so. Ich weiß es nicht, woran das liegt. Ich bin sehr empfindlich. Ja, da gucken wir mal, ob wir was finden, dass wir auch diese Designs stricken können. Mir gefallen die Designs sehr gut, auch wenn das Nietzsche oder Niestop, das ich von ihr gestrickt habe, ja, also ihre Anleitungen sind meiner Meinung nach, also die eine Anleitung ein bisschen anders verständlich. Ich war zu blöd dazu, um das richtig zu stricken, aber ich glaube, das liegt echt an mir. Ich glaube, man muss sich ein bisschen an diese dänischen Anleitungen oder an ihre Anleitungen gewöhnen. Also ich glaube, in dem Chart war es
ich glaube, da ist Vorder- und Rückseite abgebildet. Und ich habe gedacht, ja, die Rückseite strickt man, wie sie kommt oder wie sie erscheint. Und es hat halt hin und vorne nicht gepasst. Aber wunderschöne Sachen, was sie macht. Ja, das ist so eine kleine Strickinspiration. Und dann überlege ich, das muss ich nur als letztes, so das Letzte, was ich noch zu erzählen habe oder was ich euch zeigen möchte, ich überlege wieder, ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, an das Mini-Mock-Neck-Tank von der Jessie May Design. Und das ist aus Merino-Seide Pinecone gestrickt. Das ist ja ein bisschen rötlicher und heller als die Zartbitter. Ich halte es mal schön nebeneinander. Schaut mal, das ist Zartbitter und das ist Pinecone. Und Merino-Seide ist eh ein bisschen heller. Die Pinecone ist auf der Superwash auch ein bisschen dunkler. Und das ist ja so ein Crop-Top bei ihr eigentlich. Und bei ihr, bei der Jessie May, ist sie auf so Figur geschnitten. Ich habe es ein bisschen größer. Ich habe es ein XXL gestrickt, damit es ein bisschen weiter sitzt, damit es so ein bisschen luftig sitzt. Und ich würde es das nächste Mal ein bisschen länger stricken, weil das ist eigentlich speziell für so High-Waist-Hosen. Und ich habe auch nicht High-Waist-Hosen und dann würde ich es ein bisschen länger stricken. Und das ist ideal, wenn es richtig heiß ist. Und diesmal würde ich es tatsächlich aus der Ancient Linen probieren wollen, weil Merino-Seide habe ich schon. Ist auch wunderbar angenehm im Sommer. Und die Ancient Linen ist auch angenehm und vor allem, sie wird immer weicher, je öfter man sie wäscht. Und da würde ich auch gern, da muss ich noch überlegen. Also wenn ihr noch Sommertop oder so wollt, da gibt es ja jede Menge. Der Frühling kommt ja erst so richtig. Mini-Mock-Neck-Tank, ich glaube, das habe ich letztes Mal schon in der Farbe Dorf gezeigt. Ja, also ich glaube, ihr habt jetzt jede Menge Strickinspirationen. Ihr könnt übrigens auch bei den Sommertops immer, weil es die Maschenprobe nicht verändert, immer so ein Stellaris mitlaufen lassen. Das läuft übrigens 560 mit. Ich glaube, ich habe es verwechselt mit dem anderen. Das Paillettengarn läuft 520, 540 Meter, über 500 Meter auf alle Fälle. Und das hier auch. Und es verändert nicht die Maschenprobe und glitzert nur ganz zart, wie ihr seht. Ich habe schon mal ein Füchslein-Sweater von der Nana gezeigt. Das ist nur ganz, ganz zart. Das ist kein starker Glitzer oder so, sondern edel. Und da habe ich eine neue Farbe bekommen, nämlich Schwarzglanz. Und das sieht man jetzt gar nicht, dass es glitzert. Aber das glitzert auch nur, das glitzert jetzt nur, seht, oh jetzt. Das ist wirklich nur schwarz-schwarz. Und da habe ich ja letztes Mal, glaube ich, schon gesagt, ein Sonja-Shirt zum Beispiel oder irgendein anderes Shirt, auch mit Angel 400 von mir aus, egal mit welchem Garn, geht auch die Leinen, für so einen Abend, für eine Abendgarderobe, für so ein Oberteil, ein schönes. Da muss ich noch gucken, was ich da noch für eine Anleitung finde. Bei Sonja-Shirt, so schön wie es ist, zum Stricken war es ein bisschen nervig. Weiß ich nicht, ob ich das gleich wieder stricken möchte, muss ich noch in mich gehen. Wir haben dann noch ein Rosé oder Rosa Silber heißt es im Shop. Das ist wirklich rosa. Ich hoffe, dass die Farben jetzt, weil das Kunstlicht an ist, das ist ein schönes, zartes Rosa, passend zu Blush zum Beispiel, hervorragend Rosa Silber. Ich sage euch noch die Nummer, weil die Nummern auch im Shop angegeben sind, mitunter 132. Das ist das Schwarz Glanz, so heißt es auch im Shop und das ist die Nummer 107, dann ist wieder das, das ist schon eine Farbe, die gibt es schon, ich glaube Steingold und Beige Silber, einmal die 180 und einmal, das sind ähnlich die Farben, die 167, so, genau, und eure Lieblingsfarbe, oder das wurde schon, die musste ich schon nachbestellen, ist die 183, das müsste... Ist das Creme oder Beige-Silber? Nein, Beige-Gold. Beige-Gold oder Creme-Gold? Ich weiß nicht, ich kann die nicht auseinanderhalten. Die haben so komische Namen, steht auch nicht drauf. Genau. Und die natürlich, ne? Oder ein Colding damit, weil die kratzt gar nicht. Also man spürt nichts. Könnt ihr mir auch vorstellen, dann habt ihr so ein Edel-Colding, den man sich so über die Schulter werfen kann. Oh ja, ich habe euch wahrscheinlich jetzt ganz furchtbar infiziert mit allen Dingen, hoffe ich. Und eins wollte ich noch sagen, das fällt mir gerade an, weil ich es hier stehen sehe. Ich habe euch, glaube ich, gesagt, dass ich weiß nicht, ob ich es euch erzählt habe, aber ich habe vor, in unserem Shop zum kostenlosen Download die englischen Strickbegriffe und die deutsche Übersetzung einzustellen, damit ihr es runterladen könnt. Das könnt ihr überall im Internet. Es gibt, wenn ihr das eingebt, englische Strickbegriffe auf Deutsch, bekommt ihr überall PDF-Downloads. Ich werde es aber auch noch machen,
Was ich aber schon umgesetzt habe in meinem Osterurlaub, war, dass ich auf Instagram kleine Videos, Reels gedreht habe, ich glaube 2 Minuten oder so, wo ich die Strickbegriffe, die englischen Strickbegriffe und dann zum Beispiel K gleich Knit und drunter Deutsch Rechtsstricken geschrieben habe, mit ein bisschen Musik hinterlegt und ich habe es auch gleich gezeigt, habe dann rechte Maschen gestrickt zum Beispiel. Und so mache ich es auch mit Links, mit allem möglichen KFB, SSP, also Slip, Slip, Knit, Make One Right, Make One Left, also M1L, M1 Links. Und da kommt jetzt alle 2 Tage, jeden Tag immer ein Video dazu. Die habe ich dann in den Highlights. Das sind diese Bubble, das sind so runde Dinger im Profil. Da geht ihr auf mein Profil. Und dann seht ihr so runde Kugeln, da steht was drunter und das sind die Strickbegriffe. Und wenn ihr da drauf gebt, habt ihr alle Videos schön nach der Reihe. Ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile bei Video 19, weil so viele gefragt haben. Also ich bin immer wieder gefragt worden, Mensch, ich kann kein Englisch oder ich kenne die englischen Strickbegriffe nicht. Und ich bin schon vor über 16 Jahren damit in Berührung gekommen und kenne die auch schon auswendig oftmals. Manchmal muss ich auch nachgucken, was muss ich nun mal machen. Und habe gedacht, ich mache das schön, es macht mir großen Spaß. Und ich habe hier auf YouTube das vorige Video, ein Anleitungsvideo gemacht, wie ihr das doppelte Halsbündchen anstricken könnt mit der Maschenkordel. Das ist eine Methode, die hat eine Amerikanerin, gibt es ein amerikanisches Video, also diese Maschenkordel meine ich. Die hat eine Amerikanerin, die hat da gezeigt, wie man da mit provisorischen Maschenanschlag macht. Sie hat aber nicht gezeigt, wie man das Bündchen anstrickt. Und es ist so einfach, da verdreht sich nichts am Halsbündchen. Und das habe ich euch online gestellt, habe es abgefilmt, auch über Ostern. Und das könnt ihr euch anschauen, auch auf Instagram. Da habe ich es auch in diesen Highlights, in diesen runden Dingern mit abgespeichert. Ich glaube, doppeltes habe ich es Halsbündchen genannt, irgendwie so. So, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, auch wenn es heute ganz anders war. Hoffe ich trotzdem, dass es euch Spaß gemacht hat, aber für mich war es jetzt mal wieder was anderes und ich muss mal gucken, wie wir es nächste Mal machen. Aber wichtig war mir jetzt einfach ein bisschen Strickinspiration zu geben, weil ich gerade so begeistert bin und alles anstricken könnte und ja, ich weiß auch nicht, was es alles so gibt gerade und ach, furchtbar. Und die ganzen Designer bringen natürlich neue Designs raus und ich bin gerade so richtig im Fieber, aber das ist so schön. Es ist einerseits ein bisschen, nicht quälend, aber einerseits denkt man, oh, ich kann doch nicht schon wieder was anstricken. Und andererseits ist aber die Planung. Und wenn man es nur planen, also ich mache das sehr oft, ich plane, aber strick's dann gar nicht. Diese Strickplanung ist oft schöner, wie das Stricken selber. Also Vorfreude ist die schönste Freude oder die Planung an sich. Und ich hoffe, euch geht es dann auch so. Und ich konnte euch gut unterhalten. Und wenn ja, lasst mir gerne ein Abo da. Ich freue mich über jeden neuen Abonnenten. Und natürlich ein Däumchen nach oben da lassen. Würde mich freuen. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal sehen, wenn es wieder einen Strick-Podcast gibt. Und dann schauen wir mal, wie weit ich mit dem Cardigan gekommen bin und ob ich dann doch noch Champagner trinken kann auf der Messe. Ihr Lieben, in diesem Sinne wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Ich wünsche euch viel Strickzeit, weil das Wetter wird schlecht. Das heißt, mehr Strickzeit, weil im Garten kann man nichts machen. Schön heißen Kakao oder Kaffee, Keks, wichtig. Und ja, schaut gerne in den Shop vorbei, ich würde mich freuen. Ich hoffe, dass das Gelb gut ankommt. Gelb ist schwierig. Und ich hoffe, dass das Grün auch gut ankommt und natürlich das Rosa. Und dass ihr schöne Sachen strickt und schickt mir gerne Fotos. Auch verlinkt mich gerne auf Instagram. Ich möchte unbedingt sehen, was ihr draus strickt. Genau, und ihr findet mich übrigens auf Instagram unter Wool and Forest. Auf Ravelry findet ihr mich ebenfalls unter Wool & Forest. Da werde ich auch das Sonja-Shirt, muss ich noch ein Foto machen und nochmal die ganzen Daten reinschreiben. Und natürlich hier Wolle und Wald. Und den Shop www.woolandforest.de. So. Ich wünsche euch was, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.